Wunderschönen guten Morgen, total semi-professionell hier beim Marcel's EDC Blog. Ich habe die Tage was gebaut und das wollte ich euch zeigen. Nämlich hier so eine Survival-Kerze. Ja? Das ist hier so ein großer Klümpchen. Was sind das hier? Bonbon mit Fruchtgeschmack. Ja? Da ist so Wellblechpappe drin eingerollt. Ich habe das gestern angezündet, alles allerdings hochkant gefilmt. Weshalb ich das jetzt einblenden werde. Ich werde auch einblenden, wie ich die gemacht habe, die einzelnen Schritte und eine Anleitung dazu, die ihr einfach abscreenshotten könnt. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. So, das ist hier die Anleitung. Kurz anhalten, Screenshot machen. Hier wurde einfach Pappe aufgerollt, reingesteckt und das Ganze dann mit einer Kerze und Kerzenwachs aufgefüllt. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn es halt komplett fertig ist. Jetzt kann man die Seiten einfach anzünden, Deckel drauf, bisschen festmachen und jetzt geht's ans Brennwerk. Leute, das ist die Survival-Kerze, die ich gebaut habe. Und ja, was soll ich sagen, das Ding ist einfach nur geil, das brennt Sahne. Ich bin wirklich mehr als zufrieden. Und wie ihr das seht, ne, weitet sich das jetzt immer mehr über die ganze Fläche aus. Richtig, richtig gut. Gefällt mir richtig geil. Binnen Sekunden an. Und einfach super Wärmequelle. Top. Also, es hat jetzt die volle Flamme erreicht. Das ist wirklich extrem gut, auf jeden Fall. So, das Ding brennt jetzt schon eine halbe Stunde. Und ihr seht, ne, das brennt sich von außen nach innen ab. Der äußere Ring ist jetzt schon komplett abgebrannt, also die äußeren zwei Ringe. Und nur die Mitte brennt. 26 Minuten schon, also gute halbe Stunde. Richtig gut. Wir sind bei 40 Minuten angekommen und ja, kein Ende in Sicht. Alter, diese Kerze, die brennt und brennt und brennt. Ne? Das Ding läuft jetzt schon 45 Minuten und guck mal, ne? Das brennt ja von außen nach innen ab und da ist noch so viel über. Und jetzt nochmal ganz uneigennützig. Daumen nach oben, Kommentar schreiben, abonnieren, Glocke läuten. Eine Stunde, 15 Minuten. Tja, zwei Stunden. Ich gehe mal duschen. Ja, wie ihr seht, da haben wir schon ordentlich was abgebrannt. Es kommt immer wieder zu kleinen Flämmchen, aber sie geht einfach nicht aus. Zum Verrecken nicht. Faszinierend. Also echt selten, dass ich sowas gesehen habe, was einfach so lange brennt. Also wer in den Zeitraum kein Lagerfeuer ankriegt, da weiß ich auch nicht. Also um das jetzt als Zunder zu nutzen. Was natürlich richtig gut ist, ist, dass du das einfach wirklich an die mit einer Zange an dem Blech anfassen kannst von der Dose und kannst es durch die Gegend tragen. Das ist so krass. So, so krass. Guckt euch das an. Es geht einfach nicht aus. Es ist immer noch ein bisschen Wachs drin. Wow. Ja, also ich fand das jetzt natürlich total faszinierend einfach. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte, weil das Ding soll nämlich wiederverwendbar sein mit einer weiteren Kerze einfach. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das ganze Ding wieder aufgefüllt und zwar mit Wachs. Jetzt geht der Deckel zu. Vorher, ihr habt es bestimmt gesehen, war das so ein bisschen abstehend wegen der Pappe. So, die Pappe ist immer noch die alte. Und ihr wisst ja, was einmal Energie zum Verbrennen gebraucht hat, das braucht keine neue Energie. Das sollte also sofort brennen.
Ja, jetzt habe ich das Ganze wieder mit der gleichen Pappe, die vorher schon drin war, einfach aufgefüllt. Dieses Loch hier müsste ich dann nochmal auffüllen, aber da ist mir die Kerze ausgegangen. So, wenn ich jetzt allerdings hier am Rand einfach mit einem Zippo, mit der Jetflame hingehe, ja, und das ist ja schon ordentlich, einfach hier rein piekse. Ich mache die jetzt natürlich nicht an, weil das einzige Problem, was ich sehe, kommt, sage ich gleich. Dann entzündet sich die Pappe wieder, das Wachs verbrennt und die Kerze läuft erneut. Richtig, richtig coole Geschichte. Was mir jetzt dabei aufgefallen ist, was ich jetzt denke, man belehre mich eines Besseren, das ist natürlich sehr, sehr schwer auszubekommen, wenn es einmal brennt. Also die wirklich meines Erachtens nur für Notfall als Wärmequelle oder wenn man einfach mal, sorry, am Feuer sitzen möchte, ohne viel Aufwand. Ja, zum Beispiel waren jetzt im Center Parks, saß auf Terrasse, wollte jetzt nicht groß Feuer machen, wollte aber doch ein bisschen Zeit am Feuer genießen. Und habe das Ding einfach mit rausgenommen, es angezündet und ja, es hat gebrannt ohne Ende. So, dementsprechend, also für mich hier einfach echt eine coole Geschichte. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Experiment gefallen. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet in die Kommentare. Lasst ein Abo da, Daumen hoch und ich hoffe, das bisschen Hochkant hat euch nicht gestört. Haut rein. Ciao. Was ich komplett vergessen habe, einfach die Gesamtbrenndauer 2 Stunden 26 Minuten. So, ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.